Kiri, bitte. Ich möchte gegenüber meinen Mitkonkurrenten hier im Haus fair sein und auch dem Nikolas fair sein gegenüber, da ich nichts mehr empfinde. Und mein Herz schlägt sowieso für jemand anderen hier im Haus. Ja, Kiri, du hast es schon gesagt. Du möchtest uns verlassen und das finde ich auch völlig okay, weil ich dir einfach sehr dankbar bin, dass du das für dich selber erkannt hast und möchte da nichts im Wege stehen. Ich habe dir auch schon gratuliert, dass du da was entwickelt hast. Insofern bin ich dir einfach wirklich dankbar für deine Ehrlichkeit und wünsche dir natürlich alles, alles Gute und muss dir dann leider jetzt die Krawatte abnehmen. Natürlich. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, auch für die schönen Momente, dass ich auch ein Teil davon sein durfte und dass du es so locker aufgenommen hast. Voll gerne. Ich danke dir. Und ich wünsche dir auch viel, viel Glück für deine Liebe und für alles, was kommt. Und ja, freue mich einfach total und sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Alles Gute. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich freue mich, dass Kirill anscheinend jemanden gefunden hat, für den es ein wenig mehr pocht im Herzen. Darf ich noch ganz kurz, Kirill, bevor du dich verabschiedest, dich noch einmal an meine linke Seite ganz kurz bitten? Ja. Danke dir. Martin, bitte. Das war wirklich, als hätte ich einen Film geschaut. Also mir ist für Martin das Herz in die Hose gerutscht. Martin, du hast wirklich da Größe gezeigt, mich anzusprechen und mir davon zu erzählen, was du vielleicht auch empfindest für andere. Du hast mir gesagt, dass du zwischen den Stühlen stehst. Das sind, glaube ich, die beiden Stühle, die du meinst. Insofern lasse ich dir die Wahl, ob du gerne mit Kirill gehen möchtest oder ob du hier bleiben möchtest. Ich würde es mir natürlich wünschen und ich hoffe es, klar, dass Martin mitgeht, aber das entscheide ich nicht. Ich höre jetzt einfach auf mein Herz. So, was mir mein Gefühl sagt. Und ich glaube auch einfach, dass im Haus es Personen gibt, die einfach schon einen näheren Draht zu dir aufgebaut haben. Und ich denke einfach, dass ich denen den Vorrang geben möchte. Und dann würde ich mich entscheiden, mit Kirill zu gehen. Ich sag immer Love first. Mhm. Und ich höre auch immer auf mein Herz mit all dem, was ich hier tue. Und insofern bin ich euch überhaupt nicht böse, sondern ehrlich gesagt freue ich mich, dass hier sich schon welche gefunden haben. Und ja, wünsche auch dir alles Gute und bin dir dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich danke. Und ich denke. Kirill und Martin sind so tolle Menschen, dass ich denke, dass beide wirklich eine wunderschöne Beziehung zusammen haben können. Und deswegen wünsche ich beiden nur das Beste. Schwestern! Ich bin super glücklich. Ich auch. Schwester. Und jetzt raus mit euch. Ciao. Das war wirklich ein bisschen wie so das Ende eines Disney-Films.